Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen im Limbo, dem Teil des Spiels, an dem ich mich am meisten aufhalte, JPIA. Wir werden im Speisesaal von Stühlen, Katzen und sonstigem Zeug attackiert und ich weiß nicht genau, was wir tun sollen. Ich weiß es nicht. Ich werde mal wieder auf die SLA wechseln, weil ich weiß ja noch nicht einmal. Wow! Ich weiß noch nicht mal, ob das die richtige Taktik ist. Ich glaube aber schon. Ich warte einfach, bis es flackert und dann drücke ich ab. Ich drehe mich jetzt einfach nur im Kreis. Passend zur Musik, drehen wir uns im Kreis, bis wir schwindelig werden. Aber zumindest treffe ich mit der SLA wenigstens manchmal. Oder auch nicht. Ich stelle mich mitten in den Raum. Da habe ich mehr Überblick über das Zähler. Yay! So, und jetzt rotiere ich einfach wie ein Helikopter im Kreis. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, diesen Mistgeist zu finden, zu treffen, whatever. Ist sie jetzt komplett weg? Ich laufe mal, aber es wird auch nicht rot. Aber es stand auch nichts von Geisterpedia freigeschalten und hast du nicht gesehen, also irgendwas. Okay, sie ist noch, sie ist still hier. Oh Mann, 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 Mann. Tut sich nichts. Da tut sich nichts, da tut sich nichts. Okay, ich warte mal, bis etwas rot wird und dann drehe ich mich. Da wird's rot. Hey, der Aufgang ist frei. Ja, dann laufen wir die Stiegen hoch. Vielleicht da jetzt mit dem Spiegel, ha? Selfie! Oder war's das jetzt? Habe ich was auch immer besiegt? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen, ob die Tür jetzt offen ist. Okay, wir können durch die Tür. Ich wechsle wieder um auf die Taschenlampe. Also auf Smartphone eigentlich. Haben wir jetzt irgendwie einen Geisterpedia-Eintrag? Ich weiß es nicht. Also auf den Fotos ist zumindest auch nichts zu erkennen. Mütter in Angst und Schrecken. Ich muss wieder mal kurz auf die Maus wechseln. Ich spiele mit Controller. Da gibt es nichts Neues. Geisterpedia auch nicht wirklich. Ja, dann... Okay, sind das Bilderrahmen ohne Bilder? Ah, verdammt. Sorry. Ich werde mich an die Steuerung nie gewöhnen. Ah, Moment. Falsche Kamera? Ist das die falsche Kamera? Ich weiß es nicht. Ah, ich kann ja dann wechseln. Ich kann ja dann auf die SLA. Hm. So, hat das Geräusch jetzt was mit meinem Fotoexperiment zu tun?
Interessanterweise, ich sehe mich nicht im Spiegelbild. Wow, weil das kein Spiegel ist, da kann man durchlaufen. Oho. Und von der Seite? Auch nicht schlecht, der Fake. Na gut. Okay, da gibt's was zum Einsammeln. Das wird blau, das wird blau. Ich brauche die Taschenlampe. So, da wird's irgendwo, da wird's blau. Ich muss mal den Bilderrahmen. Nope. Nope. Vielleicht auf der Seite. Da ist was. Schlüssel, Umkleidezimmer. Dieser Schlüssel öffnet das Ankleidezimmer. Das wird der Schwester überhaupt nicht gefallen. Okay. Ach, sie kann beruhigt sein. Ich finde das Ankleidezimmer sowieso nicht. Da ist noch was zu finden. Interesting. Vielleicht eines dieser Bilder. Nope, da tut sich nichts. Ich denke, es würde ja schon helfen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Oh, 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 da sind Geister. Da steht wer. SLA? Ich komme da nicht mehr durch. Jetzt ist es tatsächlich ein Spiegel. Und die beiden rücken näher. Wieso rücken die beiden näher? Muss ich in die Richtung fotografieren, dass die beiden näher rücken. Jetzt sind sie weg. Ich will da weg. Ich fühle mich nicht wohl. Okay, aber jetzt ist es definitiv ein Spiegel. Na gut. Ja, ich kann da nichts machen. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Da ist noch was. Das Bild wird blau. Und blau wird es ja dann, wenn irgendetwas zu entdecken in der Nähe ist. Aber ich weiß nicht was. Wow. Was ist jetzt los? Linda, was ist los mit dir? Muss ich die durch den Spiegel fotografieren? Oh, Steuerung ist hakelig. Im Zoom-Modus geht das gar nicht. Vielleicht mit dem Fotoapparat, mit dem Smartphone.
geht auch nicht. Oh, ich check's nicht. Geh auch die Tür nicht auf. Kann ich das Foto so schießen, dass ich nicht drauf bin? Ich verstehe es nicht. Irgendwas mache ich falsch. Sobald ich ein Foto von den Bildern mache, bekommt Linda irgendwie eine Schockstarre. Ah, jetzt nicht. Wieso jetzt nicht? Checke ich jetzt nicht ganz. Okay, vielleicht muss ich da stehen und dann Richtung dorthin fotografieren. Oh, was muss ich machen? Ich habe keine Geduld für sowas. Oder ich stehe hinterm Stuhl. Und fotografiere das mal so. Oder ich stehe hinterm anderen Stuhl. Oder zwischen den Stühlen. Ich weiß es nicht. Verschieße ich halt die ganzen Filme, die ganzen Filmrollen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich da fotografiere. Ich glaube, ich brauche die. Wenn ich da fotografiere, bekomme ich irgendwie einen Schlag. Aber irgendwas muss da sein, weil es ist blau. So, ich fotografiere die jetzt mal so durch. Und wenn das nicht funktioniert, versuche ich sie durch den Spiegel durch fotografieren. Aber es ist irgendwie, irgendwas muss das damit zu tun haben. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann gehe ich googeln. Das war nicht so wie geplant. Dann versuche ich das jetzt da mit diesem Spiegel. No. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, ob das sinnvoll ist, was ich da mache. Aber es ist das Einzige, was mir einfällt im Moment. Das Einzige. Aber es funktioniert nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gibt es da noch irgendwas zum Fotografieren? Nope, da gibt es auch nichts. Die Tür geht auch nicht auf. Ah, verdammt.
Was haben wir da? Du, ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Linda in Aufnahme. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, vielleicht diese komischen roten. So, Lina, fotografier mal den da. Oh, das ist so fuzzelig. No, das war's nicht. Vielleicht darf ich nicht im Zoom-Modus sein. Vielleicht muss ich so machen. Das scrollt sich auch leichter. Ja. Okay, Leute, ich sage euch was. Es ist ja nicht das erste Mal in dem Spiel. Ich gebe auf. Ich gehe googeln. In der nächsten Folge habe ich es dann hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Wenn es mal einen Daumen runter geht, ist das auch okay bei dem Spiel. Trotzdem, danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.